Kriege und Konflikte. Wie sehr lohnt sich Bitcoin als Krisenwährung? Genau diese Frage beantworte ich dir heute in diesem Real Talk Beitrag. Ja, viele Leute kommen auch momentan auf mich zu und fragen sich, ich persönlich frage mich das auch, ja, wie geht es in der aktuellen Situation weiter? Wir haben Kriege, Konflikte auf der ganzen Welt, im Nahen Osten, Ukraine, Russland, das muss man ja nicht genauer erläutern. Auch in den USA mit Mexiko, da gibt es gewisse Konflikte, auch interne politische Konflikte, aber jetzt auch die deutsche Politik, die komplett durchdreht und jetzt diesen Krieg sucht gegen Russland, respektive die Politiker aus Deutschland. In der Schweiz sieht es nicht viel besser aus, da gibt es auch immer mehr politische Akteure, die diesen Konflikt schüren, sagen, ja, wir müssen hier aktiv Partei ergreifen und so weiter, das ist aber ein anderes Thema, aber wir sehen einfach, überall auf dieser Welt nehmen die Spannungen zu. Das heißt, wir haben extrem viel Unsicherheiten in den Märkten drin, respektive bei den Anlegern. Die Märkte sind alle auf dem All-Time-High, egal ob du Aktienmärkte nimmst, Gold, glaube ich soweit, auch fast auf dem All-Time-High, ich habe jetzt nicht die neuesten Zahlen im Kopf. Bitcoin geht auch durch die Decke, wir sehen es in Schweden, in Japan, in Norwegen, in verschiedensten Ländern, die nicht jetzt als Drittweltland eingestuft werden oder so, wo man sowieso extrem hohe Inflationszahlen hat. Nein, auch in Ländern, die uns Europäern sehr, sehr nahe sind, da ist Bitcoin bereits auch auf dem All-Time-High. Vielleicht dieses Video hier nehme ich am Montag auf, kommt am Mittwoch raus. Vielleicht sehen wir bereits auch schon jetzt in Euro gerechnet oder in Schweizer Franken das All-Time-High bei Bitcoin. Kann durchaus sein. Alles ist auf dem All-Time-High, auf dem Allzeithoch, aber die Verunsicherung ist weiterhin da. Sollten nicht eigentlich diese Märkte schon längst korrigieren? Korrigieren, weil alle Panik haben, Angst haben, flüchten in den sicheren Hafen, wie zum Beispiel Gold, in den Schweizer Franken, in den US-Dollar. Das ist ja das, was man eigentlich jetzt erwarten würde. Vielleicht stellst du dir auch die Frage, bei mir ist es genau auch so. Und ich habe zum Beispiel eine Short-Position gezeigt, findest du in verschiedensten Videos auf meinem YouTube-Kanal, wo ich ein Bitcoin dazu mal $34.000 auch geleveraged habe, weil Leverage-Hebelstrategien aus meiner Sicht eigentlich die beste Strategie ist, wenn man Bitcoin, Ethereum und so weiter outperformen möchte. Nicht dieses wilde Altcoin-Portfolio, aber ist ein anderes Thema. Aber ich habe meine Position da auch bei $46.000 geschlossen. Natürlich mit einem sehr, sehr schönen Profit. Wie gesagt, findest du alles auf meinem YouTube-Kanal. Aber ich habe da auch zu früh verkauft, weil ich zu pessimistisch war. Doch die Frage ist, war ich zu pessimistisch oder wie schaut es denn wirklich aus? Wie schätze ich die jetzige Situation ein? Ich werde dazu auch meine Leverage-Position dir weiterhin zeigen, weil da habe ich einiges gemacht in der Vergangenheit oder in den letzten Tagen, muss ich sagen, um mich genau an der neuen Marktsituation anzupassen. Kommt demnächst hier auf dem Kanal auch. Doch auch ich habe extrem damit gerechnet, dass Bitcoin, allgemein die Kryptowährung, massiv korrigieren werden. Ja, ich habe auch keine Glaskugel, ich habe da meine Strategien. Wie gesagt, ich bin dabei, ich habe noch Risikopositionen offen gehabt, diese Leverage-Strategien. Also ich bin so oder so dabei. Aber die Frage ist wirklich, warum korrigiert das Ding nicht? Und ich habe letztendlich auch sehr, sehr intensiv mit meiner Frau, Geschäftspartnerin, darüber gesprochen gehabt, wie die aktuellen Märkte unterwegs sind. Und meine Schlussfolgerung ist eigentlich, dass immer mehr Leute genau aus dem Grund, dass wir Kriege und Konflikte haben, immer mehr in Bitcoin investieren. Das ist jetzt nichts Neues, wenn du schon länger auch bei den Kryptowährungen dabei bist, Bitcoin kennst und so weiter. Ist auch für mich per se nichts Neues, aber nichtsdestotrotz, dieses Reflektieren hat mich diesem Gedanken wieder näher gebracht. Weil die Aktienmärkte, die zeigen dir eigentlich die Zukunft, nicht den Ist-Zustand an, sondern die Perspektive, wohin glauben die Investoren, werden die Märkte gehen. Und da zeigt uns der Markt, die Märkte, Aktien, Kryptowährungen, alles, dass alles auf dem All-Time-High ist, dass sich hier etwas anbahnt. Was könnte das sein? Man muss jetzt einfach mal überlegen, wenn diese Konflikte, Kriege weiterhin ausbrechen, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt von diesem dritten Weltkrieg sprechen, was viele auch immer so pessimistisch sehen, aber wenn dieses Endzeit-Szenario kommen würde, ich meine, das bedeutet ganz klar, man braucht dann extrem viel Öl, es wird Geld gedruckt, Geld ausgegeben für Waffensysteme und so weiter und so fort. Kriege bedeuten tendenziell, kannst du in der Vergangenheit immer wieder schauen, hohe Inflationszahlen. Einfach weil Geld gebraucht wird, da wird gedruckt ohne Ende, um einfach diese Konflikte weiter am Laufen zu halten. Wie gesagt, Öl und so weiter und so fort. Und gerade wenn man damit rechnet, dass Krisenkonflikte größer werden, ausbrechen werden, Inflation durch das steigen wird, dann muss man sich ja auch in der jetzigen Situation dementsprechend positionieren. Und das könnte unter anderem, und das ist so meine Schlussfolgerung auch, der Punkt sein, warum immer mehr Leute eben harte Assets kaufen. Gold, Aktien,
Rohstoffe, Kryptowährungen wie Bitcoin zum Beispiel. Gerade wenn wir nämlich Bitcoin uns anschauen, verstehen immer mehr Leute, dass Bitcoin das absolut rarste Gut ist, was wir auf dieser Erde besitzen. Es gibt nichts, was derart knapp und rar ist wie Bitcoin. Maximum 21 Millionen. Gold gibt es genügend. Es ist einfach die Frage, wie teuer ist es aus dem Boden zu holen. Aber bei Bitcoin haben wir eine absolute fixe Obergrenze, die ganz klar Knappheit uns Menschen bringt. Und ich glaube, das verstehen immer mehr Leute. Konflikt. Kriege bedeutet steigende Inflation, ich muss meine Kaufkraft schützen, ich muss etwas besitzen, was mir der Staat nicht wegnehmen kann, gerade in Konfliktsituationen, Konten einfrieren, Enteignungen, all diese Themen spielen hier natürlich mit rein. Und ich glaube, das ist das, was immer mehr Personen verstehen und durch das natürlich jetzt die ETFs in den USA auch am Start sind, können wirklich auf der ganzen Welt quasi, wir hatten ja schon ETFs, also ETPs in Europa und so weiter und so fort, aber jetzt kann sozusagen das große Geld aus den USA auch investieren in diese ETFs. Und jetzt ist die Möglichkeit da, eben genau diese Chance, diese Situation zu nutzen, angefeuert durch diese Konflikte, die wir auf der Welt sehen. Man muss sich auch mal überlegen, du bist ein Staat auf dieser Welt, der zum Beispiel angegriffen werden kann. Und wir haben es ja gesehen, wie bei diesem Ukraine-Russland-Konflikt die Konten extrem schnell gesperrt wurden von den Europäern, von den Amerikanern und so weiter, dass dann Russland nicht mehr auf gewisse Gelder zugreifen konnte. Und ich würde jetzt mal behaupten, das ist meine subjektive Meinung, dass gewisse Länder, wie zum Beispiel auch China und so weiter, das auch gesehen haben und verstehen, ey, wenn wir in einen Konflikt kommen, dann kann es so schnell gehen, dass gewisse Länder, Firmen, Privatpersonen nicht mehr Zugriff auf ihr Geld bekommen. Das heißt, sie brauchen auch hier eine Lösung. Und auch hier ist Bitcoin genau eine dieser Möglichkeiten. Das heißt, wie sehr lohnt sich Bitcoin als Krisenwährung? Und ich würde jetzt mal zusammengefasst sagen, massiv. Immer mehr Leute verstehen es. Die Frage ist, verstehst es auch du? Weil es ist schlussendlich nicht so, dass du jetzt Hund, Haus, Katze, Auto, alles verkaufen muss und all in gehen solltest, nein. Aber ein gesundes Risikomanagement, ein sogenannter Hedge, eine Absicherung für solche Fälle, würde ich dir mal nahelegen, einfach mal darüber nachzudenken, ob es eventuell nicht eine gute Möglichkeit sein könnte. Das ist natürlich keine Finanzberatung an dieser Stelle, du sollst jetzt nicht einfach blind was kaufen und wie gesagt, ohne dass du das verstehst und schießt dir dann ins eigene Knie und so weiter. Und da kommt natürlich dann auch das Thema Selbstverwahrung mit ins Spiel, weil eben Enteignungen und all diese Themen, die ich angesprochen habe, die kannst du natürlich nur zum Vorteil für dich nutzen, wenn du die Kryptowährung Bitcoin auf einem eigenen Hardware-Wallet verwahrst und so weiter. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Also nochmal zusammengefasst, ja, Bitcoin lohnt sich aus meiner persönlichen, subjektiven, ja, ich bin auch, ich soll sagen, ein bisschen biased, ganz klar, aber aus meiner Sicht ganz klar als Krisenwährung und immer mehr Personen sehen das und das zeigt sich auch an den Börsen, an den Kursen wieder. Du weißt, wo du es findest, wenn du das Thema jetzt auch angehen möchtest, unter markscheinerconsulting.ch kannst du einfach das kostenlose Erstgespräch bei uns buchen, dann schauen wir mal, ob wir dich hier unterstützen können.